Wenn dann einseitiger Medienkonsum dazukommt, ist eine sinnvolle Diskussion kaum mehr möglich, weiß auch der Soziologe und Medienwissenschaftler Jan-Hinrik Schmidt. Es ist sicherlich so, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die sich so im Laufe der Pandemie in tatsächlich einer Art Parallelwelt, Alternativwelt auch eingerichtet hat, die hochgradig was mit ihrem Medienkonsum zu tun hat. Und inzwischen ist auch das Spektrum der Alternativmedien so groß, dass man so das Gefühl haben kann, ich nutze ganz viele unterschiedliche Medien, die sind aber dann alle in diesem Spektrum der Alternativmedien. Diese Menschen haben vielleicht gar nicht mehr das Gefühl, sich einseitig zu informieren. Aber trotzdem sind sie natürlich dann in einem Bereich unterwegs, wo es bestimmte Positionen gar nicht mehr reinschaffen. Dann sind wir wieder bei so Begriffen wie Echokammer und Filterblase, wo Menschen also wirklich nur noch einen Ausschnitt der Realität wahrnehmen. Der permanente Austausch mit Gleichgesinnten ohne Gegenstimmen führt laut Studien dazu, dass Informationen für plausibel gehalten werden, die es womöglich nicht sind. Aber woher stammen die Informationen heute? Auf Demos beobachten wir unzählige Blogger und Streamer, die alles live in den sozialen Medien teilen. Einige haben sich in der Szene den Ruf erarbeitet, die Einzigen zu sein, die die Wahrheit berichten, so wie Boris Reitschuster, dem Kritiker immer wieder Meinungsmache und Desinformation vorwerfen. Schon wieder jetzt gegen die Wand geschlagen, muss das sein, Nummer 3312, der Herr Kaplitz, ich hab auch. In einer repräsentativen Umfrage wollten wir wissen, haben sogenannte alternative Medien ihrer Meinung nach während der Corona-Pandemie an Einfluss gewonnen? Über 60% antworten mit Ja, deutlich mehr als die Hälfte. Mehr Informationsquellen bedeuten nicht automatisch auch mehr Faktenwissen. Wieso habt ihr letztes Mal berichtet, dass hier nur so wenig tausend Leute waren? Haben wir gar nicht. Du verwechselst mich, glaube ich, mit irgendjemandem. Ja? Ja. Und du sagst, ProSieben hat nicht gesagt, dass sie 17 oder 20.000 waren. Weiß ich nicht. Eben hast du noch Nein gesagt. Nein, habe ich nicht. Das unterstellst du mir jetzt. Wir sind eine Million und ihr checkt es nicht. Diesen Blogger werde ich später besser kennenlernen. Es wird nicht schwer sein, ihn zu finden. Übrigens, laut Berliner Polizei waren bis zu 30.000 Menschen auf der Demonstration. Welchen Ursprung Falschmeldungen haben, weiß auch Netzexpertin Katharina Nokun. Wir haben teilweise auch Medien, die gezielt Verschwörungserzählungen verbreiten, die beispielsweise auch Videos produzieren, die sehr professionell wirken. Ja? Und das spielt eine riesengroße Rolle. Es gibt auch große Plattformen wie beispielsweise Klagemauer TV, die regelmäßig Hunderttausende mit ihren Videos erreichen und auch gezielt radikalisieren und aufstacheln. Dringender Weckruf. Corona-Impfung greift in DNA ein. KlarTV berichtete über das persönliche Video des erfolgreichen Sängers Xavier Naidoo. Eine immer größer werdende Zahl von Menschen beginnt zu begreifen, dass 99% der Weltbevölkerung von einer Elite des übrigen Prozents kontrolliert werden. Antisemitische Weltverschwörungen und die gesamte Klaviatur an kruden Falschbehauptungen. Das ist Klagemauer TV, kurz KlarTV. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt und mache mich auf den Weg in die Schweiz. Hallo, ich bin Ivo Sasek, darf euch begrüßen aus meinem gesperrten Restaurant hier in Walzenhausen. Sasek, der Mann, der hinter all dem stehen soll, präsentiert sich regelmäßig selbst vor der Kamera und verbreitet von dort aus seine Redebeiträge. Setzt euch mit unseren Sendungen auseinander, bis ihr seht, dass es so ist. Ein Interview hat er abgelehnt. Mit versteckter Kamera gehen wir zum Hauptsitz von Klagemauer TV, das in dem kleinen Schweizer Ort auch ein Café betreibt. Also wir beide wollen einen Kaffee trinken und wir sind medienmüde. Hallo. Entschuldigung. Kein Problem, ich wollte eigentlich nur einen Kaffee trinken. Außerdem sind wir medienmüde, weil ich das Plakat gesehen habe und dachte, ach, das finde ich ganz interessant und wollte mal wissen, was hier los ist. Auweia, wir haben geschlossen. Wir sind Corona-tot seit Beginn. Kennen Sie Klagemauer TV? Sagt mir was. Ja genau, das ist halt hier der Hauptsitz und normalerweise haben wir hier ein Café mit inbegriffen. Gerade für solche Fälle, wo die Leute kurz reinschauen möchten. Wenn ihr möchtet, kann ich auch schauen, ob ihr mit den Leuten von uns in Kontakt kommt. Ihr könnt mit denen mal reden. Ich muss eigentlich hoch, ich bin am Arbeiten. Ihr könnt mir gerne eure Adresse geben.
Es ist möglich, dass hinter diesem Gespräch ein Anwerbungsversuch steckt. Denn an diesem Ort ist nicht nur der Sitz von Klar.TV und der Wohnort von Ivo Sasek und seiner sehr großen Familie. Hier befindet sich auch das Herz einer sehr wirkungsreichen Sekte, der OCG. Organismus ist unser Schicksal. Was andere tun, betrifft uns unmittelbar selbst. Gründer und Führer der fundamental christlichen Sekte ist Ivo Sasek selbst. Und wer sich auflöst im Gesamten, versteht den Lebenssinn, das Ziel. Gemeinsam mit seiner Frau und einer Vielzahl von Kindern propagiert Sasek seit den späten 90er Jahren Werte wie absoluter Gehorsam, strenge Hierarchie und Züchtigung von Kindern. Inzwischen soll die Sekte mehrere tausend Mitglieder haben. Aus seinen angeblich 170 Studios soll Klar.TV heute Millionen von Zuschauenden erreichen, in ganz Europa. In einem Nachbarort präsentiert sich der Sender mit einem professionell anmutenden Studio. Hallo. Hallo. Wir sind Journalisten aus Deutschland und haben uns gefragt, dürfen wir uns die Studios von Panorama.TV oder Panoramafilm mal anschauen? Die Studios sind gerade geschlossen. Filme werden schon noch gemacht, aber nicht mehr hier, so zentral. Das sind ganz viele Teams, die das in ihrer Freizeit machen. Wieder werde ich abgewiesen. Ich möchte aber verstehen, wie die Fake-News-Maschine funktioniert. Nach Freizeit sieht das für mich jedenfalls nicht aus. 5G ist Gefahr für Leib und Leben. Cyborgs als Waffe gegen Bürger. Dass Baerbock eine willige und willentliche Marionette der Finanzoligarchen. Was Corona noch nicht geschafft hat, soll also nun die Klimadiktatur erreichen. Es gelingt uns, mit einer Familie in Kontakt zu treten, die Mitglied der Sekte ist und selbst für Klar.TV arbeitet. Wir signalisieren Interesse an einer Mitarbeit und werden überraschend zu einem Infotreffen eingeladen. Mehrere Stunden wird über den Kosmos Klar.TV referiert, inklusive Allmachtsfantasien. Ivo hat das schon ganz am Anfang proklamiert. Wir werden die größte Medienkette der Welt. Und wir sind auf einem guten Weg dahin. Er hat gesagt, wenn wir gemeinsam stehen und unser Gewicht geben, dann können wir die größten Gegner besiegen. Und wer sind die Gegner? Na, dieses ganze System. Dieser Drache, der sich da vor uns auftut. Ob es jetzt um Corona geht oder die Mobilfunkgeschichte, das 5G, auch die Kriegstreiberei. Was macht ihr jetzt alle so bei Klar.TV? Macht ihr Sendungsvorschläge? Kann man auch. Wenn du eine Idee hast, kann jeder auf der Webseite was einreichen. Mit Klar.TV verdient man aber kein Geld. Das ist alles ehrenamtlich. Wir haben da schon Knochenarbeit reingesteckt. Die Reichweite von Klar.TV und das professionelle Erscheinungsbild scheinen Laien in ihrer Freizeit zu ermöglichen. Viele von ihnen sind Mitglieder der OCG, die zum Teil unerkannt als solche am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und die Studios? Sind das Studios, die ihr euch anmietet? Nee, die Studios sind bei uns allen zu Hause. Das sind kleine Zimmer. Wir haben auch eins im Haus. Im Studio Köln haben wir sehr moderne Kameras, weil der Chef arbeitet als Kameramann für den und der hat mal für günstig Geld alte, gute Kameras gekauft. Arbeitet der denn immer noch beim? Ja klar, das ist sein Hauptjob. Weiß der davon? Glaube ich nicht. Die Moderatoren kommen dann einfach zu euch? Die kommen zu uns nach Hause, genau. Du könntest durchaus ein Ansager werden im Studio Bonn. Wieder ein Anwerbeversuch? Ich fahre nach München und treffe mich mit einer Frau, die mehr weiß. Sie hat die Propagandamaschine mit aufgebaut und war bis zu ihrem Ausstieg Redakteurin in führender Position. Claudia Müller war selbst Mitglied der Sekte. Wenn man durch die Hashtags hier mal so durchgeht, ja. Das ist ja wirklich so das Who is Who der Verschwörungserzählung. Klar, das ist also diese ganze OCG-Sekte ist ohne Verschwörungstheorien nicht denkbar. Die würde ohne Feindbilder überhaupt nicht funktionieren, weil niemand wird sich so reinhängen, so neistressen, sein ganzes Leben dafür investieren, wenn es nicht um irgendwas gehen würde.
Jahrelang gab es für Claudia Müller neben ihrer regulären Tätigkeit nur die Arbeit für die Sekte. Heute ist sie Frührentnerin. Sie warnt eindringlich vor der OCG und deren Klagemauer TV. Vatikan- und Luziferkult, Xavier Naidoo spricht rituellen Missbrauch an, Verschwörungstheorie oder vertuschte Wahrheit. Bhakti warnt vor Blutgerinnseln. Wie wird denn sowas recherchiert? Es ist definitiv überhaupt nicht erwünscht, einen Faktencheck zu machen. Die Intention davon ist Zerstörung. Und das ist das absolut perfide daran. Sie geben vor, Teil eines demokratischen Diskurses zu sein. Sie wollen aber nicht diesen Staat verbessern. Sie wollen den Staat umstürzen. Sie wollen den Staat zerstören, weil sie an irgendwelche bösen Hintergrundmächte glauben. KlarTV verpackt antisemitische Weltverschwörungen im Look seriöser Nachrichten. Ich will wissen, wie weit die Sekte aus der Schweiz nach Deutschland und damit auch in die Querdenkerszene hinein vernetzt ist.